es Ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat... Scheiß auf Danny! Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Und damit wieder ein herzliches Willkommen! Mit den fetten Armen! Oh, ein heftiger Arm aus mir, aber ist ja wurscht! Es geht weiter! Nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere, das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Mir egal. Hauptsache, ich bin Adala. Obwohl, am Anfang haben es mehr gemacht, muss ich sagen. Irgendwie kommt es mir so vor, wir haben es am Anfang ein bisschen mehr gemacht. Und dann so nach der Zeit hat einfach die KI mal doch gehabt, ich vernachlässige einfach mal meinen Schützling. So quasi. Ich scheiß mal auf ihn. Na moin. Na, so kommt es mir irgendwie so ein bisschen vor sogar. Ja, es kann aber auch sein, dass man sich einfach dann wieder zu stark dran gewöhnt hat, dass der Begleiter ja doch irgendwie dabei ist. Kann auch möglich sein. Kann auch möglich sein. Hey. Ich geh mal trainieren. Hierfür? Ja, alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Komm schon, Naps. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Jetzt wäre noch der Fernseher perfekt. Love Bundle und Getcha. Jalla, Abfahrt. Oder irgendwie Netflix. Irgendwas, damit du schauen kannst, damit er ja nicht langweilig wird. Jetzt haben wir schon doch gehabt, darüber reden. Sieht gut aus. Na los. Alter, bei den Ärmel braucht die nur Hilfe. Das glaube ich eher weniger. Wieso ich das Gefühl, dass jetzt irgendwas passieren wird? Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich gebe mir Mühe. Pass gut auf dich auf. Oh Mann. Wenn es sein muss. Mal wieder. Super. Okay. Das beginnt ja schon mal richtig gut, die Aufnahme. Super. Ne, ich bin gespannt. Was? Gras? Was? Entweder Pokémons oder Gegner, klären wir in der Nähe. Super. Ich bin gespannt. Ist wieder die Frage, kommt man dann mit der dann auch so... Sagen wir es mal so ein größeres Areal wieder vor uns haben, wo du ein paar Geheimnisse etc. wieder hast. Das glaube ich zwar eher weniger. Ich glaube, das haben sie einmal nur von Anfang an mal gemacht gehabt, damit sie auch sehen. Ja, tschau, das können wir auch machen. Ist ja auch mal geil. Schauen wir mal, wie das so ankommt. Vielleicht machen wir das im nächsten Teil oder im nächsten Game ein bisschen öfters. So vielleicht so 2-3 Mal. Kann aber auch sein, dass es für die Entwicklung dann ein bisschen zu heftig war. Könnte vielleicht auch möglich sein. Oi. Oi, oi, oi. Ui. Da wird aber schon ordentlich herumballert. Bist du narrisch? Wow. Okay, das ist nicht gerade ohne. Also das ist nicht nur zweimal so ein Hoppala. Fein tut's da. Sehr schön. Also der Kollege, der könnte schon ein bisschen fein. Er schaut noch relativ frisch aus. Gruppe Dämonen. Also die würde ich auch gern kennenlernen. Gruppe nein. Dämonen. Du kannst dir verrotten. Oh, nice. Ja, schön, dass er verrotten kann, Alter. Ist von euch geflohen, ihr Wichser. Und dann von der Gruppe Dämonen auch noch, Alter. So, Hur. Aha, okay. Im Buster gibt's noch ein Birkel. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb eines kurzen... jedenfalls ein... Bei dir sind relativ gute Sachen, bist du narrisch? Da weißt gar nicht einmal, was du nehmen solltest. Ja, da,
da bin ich doch lieber mehr dieser. Da höre ich lieber auf die ganzen Geräusche und alles drum und dran, da achte ich lieber mal drauf. Hätte man wirklich gedacht gehabt, dass das ein Sturm ist. Hätte ich mir wirklich gedacht gehabt. Wirklich schade. Man kann ja nie wissen, was da gleich passiert. Was der? Oder da durch. Naja, manchmal war es ja auch nicht so wirklich ganz. Bei manchen bei manchen Türen oder bei den ganzen Asiaten. Da springt gleich einer durch. Man weiß ja nie. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Der wird schon. Alter, was ist denn da los, Alter? Da wird ja ein halber Krieg. Alter, da wundert es mich nicht, dass da dann eine Horde daherkommt. Das wundert mich dann nicht. Darf sich dann überhaupt keine Sau wundern. Wenn da so deppert herumgeballert wird, ist eh klar. Na dann mal hindurch. Also, das hätte mir auch früher anfangen müssen. Hm. Könntest du da zufällig Rückwärtsgang oder ja, den Sprung? Also umgekommen du eh da. Ist die Frage noch, was mache ich denn da? Wow, ein Papier. Obwohl. Ja, ein Schalldämpfer ist ja schon was Nices. Ja, Papier, komm her da. Nein, ich weiß dann nicht, ob die das da umgehen. Da umgehen, das geht nicht. Na, wenn er mit dem Auto das da irgendwie da so herumfahren kann. Ah, warte, na, von da sind wir ja gar nicht gekommen, gell? Ja, machen wir das gleich so. Oh, cool. Kommt's mir gerade so vor, oder habe ich da jetzt gerade irgendwie was gehört? Mir kommt's jetzt gerade so vor, wie hätte ich irgendwie ein Mensch gehört oder irgendein Dings, was der infiziert da. Das hat mir gerade gar nicht gefallen. Irgendwas habe ich da gehört. Ah, die wird jetzt safe angegriffen, 100%. Hab's ja gewusst. Ja, der Blick von der, Alter. Okay, geh einfach mal schneller auf Zeiten, wie wär's damit? Alter. Ah, nee. Ja, lauf. Lauf. Ach, du Scheiße. Alter, ich würde da gerne mal drauf schießen. Ja, das wär sehr. Ja, das wär sehr geil. Ernsthaft? Und genau dafür habe ich jetzt meinen Schalldämpfer ruiniert. Arschloch. Das fängt ja gut an. Mein Schalldämpfer. Mein Schalldämpfer. Nein, ich habe ja die Zeit dafür, dass ich extra aufschraube oder alles drum und dran. Bah! Bah! So unnötig jetzt, wirklich so dermaßen unnötig. Ah, Tröpfchen, Brauchen wir nicht. Lassen wir es lieber. Weil wenn ich da jetzt wieder für irgendwas Unnötiges und dann freue ich mich, dass ich das wieder habe und dann verliere ich. Ach ja, super. Lecker Pil. Und die Schere. Ja, hoffen wir mal, dass da drüben mal keiner ist. Ja, oder? Wir gehen genau zu den Schüsse hier, oder? Noch besser. Oder kann ich jetzt schon wieder Upgrade machen, oder? Na, Atem vielleicht bewegen. Ja, dann nehmen wir lieber das. Allein schon 50% Heilung, das ist schon was. Da kann man wirklich schon drüber reden. Oh, sieht man schon wieder ein Riesenrad und alles. Uiuiui. Geburt. Was zum Teufel? Das wäre auch geil, wenn wir da jetzt schon mal irgendjemanden gesehen hätten. Ja, direkt in einen Abgrund.
stehen schon vor der Tür. Sehr gut, sehr gut. Macht's gleich umso spannender. Aber so viele Schusswaffen. Schon sehr viel. Ist ja wirklich schon sehr, sehr viel, wo man sich wiederum denkt. Wollen wir es wirklich wieder benutzen? Ja. Aber diesmal tue ich es aber auch runterschrauben. Weil wer weiß, was passiert. Wer weiß, was passiert. Ach du Scheiße, die werden wir fix auch noch mit derer kennenlernen. Ich glaube, entweder mit der oder mit der anderen. Oder gemeinsam. Kann auch sein. Vielleicht machen es dann so ein Dream Team Duo, wo sie sich dann gegenseitig dann. Wo sie sich dann quasi gegenseitig schützen und alles drum und dran. Ah, ist eh klar. Sind es wenigstens nur die beiden? Ja, sind wenigstens nur die beiden, da geht's dann wenigstens. Ja, genau, geh in meine Richtung, hast du hier recht, super. Dabei sind das nur mal die. Ich bin gespannt, ob du auch auf irgendwelche neuartigen Gegner auch trifft. Das wär's, oder? Ich hab sowieso das Gefühl, dass es nicht die beiden, die. Ja, ja, ich seh's eh grad. Das ist der nächste, Alter. Die hab ich gar nicht gesehen gehabt, Alter. Und das für ein Verbrechen. Hab ich nicht einmal gesehen gehabt. Boah! Na, komm gleich mal her, da. Für das, dass ich die nicht gesehen hab. Ich glaube, da kommt eh schon der nächste, dann schon langsam. Ja, ist besser, ist besser. Ah, da kommt eh schon der nächste Kandidat, super. Ja, komm her, Bulli, komm her. Er tut eh nicht weh. Ich stich nur zu. Mit dem heftigen Bizeps. Depp, oder? Macht der Knacki nur mit dem Bizeps, oder? Das würde ich auch gern kennen. Ah, da haben wir schon wieder den nächsten. Ich sehe schon, ich sehe schon. Da haben wir schon einen ganz speziellen Kandidaten. Da haben wir einen ganz speziellen Kandidaten. Da gehe ich gleich mal hin, ne? Da gehe ich. Alter, müsst ihr beforschen. Ja, voll. Ausweichen wir es auch. Und schalt einfach mal wieder weg. Na, perfekt. Na, besser laufen kann es ja gar nicht. Alter. Ja, das Ausweichen, das will ich mir nie merken. Ach du Scheiße. Da hätten sie aber auch was eingeben können, die Wichser. Ernsthaft. Ernsthaft? Hundstier. Hätten sie es gleich zulassen können. Hm? Vielleicht haben wir Klick. Vielleicht haben wir Klick und es kommt gleich der nächste entgegen. Sippe. Na, ich bin gespannt. Ich glaube, dass die kommen sicher. Safe. Ich glaube, dass die safe einmal zu der einmal kommen. Entweder sie. Weil ich glaube, die Geschichte wird sicher nicht unnötig gemacht sein. Das kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen, dass die jetzt sagen, ja, wir produzieren das jetzt einmal gern rein aus Spaß und Zeitvertreib, damit sie die Charaktere ein bisschen kennenlernen, wenn sie auch gleich die Vergangenheit ein bisschen mehr ausfüllen können. Aber ich glaube, entweder mit ihr, oder man sieht so ein bisschen leicht die Reise, vielleicht treffen wir auch auf die Dämonen, kann auch möglich sein. Was habe ich jetzt eher vermute, so ein bisschen, dass die beiden dann irgendwann vielleicht sich entweder verbünden? Okay, na, verbünden ist jetzt schwer gesagt, weil sonst hätte sie den einen jetzt nicht umgebracht. Ja, okay, da ist dann wieder ein bisschen die Vermutung, dann wieder Arsch. Dann hätte sie nicht gleich beinahe auf ihn geschossen, sondern hätte gleich irgendwie sowas gesagt gehabt, erst lasst mir mal reden oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas in der Richtung hätte ich mir vielleicht dann einfallen lassen können, aber
Schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen. Oder vielleicht hat sie so viel durchgemacht in der Zeit. Also das ist einmal jetzt einmal der erste Tag. Ich nehme mal an, dass alle drei Tage erwähnt werden. Ja, ich glaube sogar wirklich, dass alle drei Tage erwähnt werden. Und die wird da schon irgendwas Heftiges erlebt haben in den drei Tagen. Sonst kann ich es mir anders nicht vorstellen, wenn man die jetzt quasi die Geschichte erzählt. Ich kann auch einfach den hier machen. Ich bin drin. So geht's auch. Alter, bei dem Muckis passt die Angst haben wegen einem Glasl. Alter. Was darf man nur ein paar Schrammen, aber das spielt man ja gar nicht mehr. So, mal wieder ein Safe. Ja, da bauen wir mal wieder einen Zettel. Sonst wird da mal gar nichts damit. Wahrscheinlich genau. Irgendwann weiter drüben. Irgendein Geschäft da. Jo, du, servus die. Du kannst da ruhig bei meinem Safe da ein bisschen was bedienen. So quasi. Wenn du irgendwann einmal was brauchst. Oh. Ja, aber da komme ich. Also da bauen wir erstens einmal einen Schlüssel und wahrscheinlich kann ich dann dort auch eine und damit ich dann den Code daher kriege. Ist schon mal eine schöne Theorie. Ist schon mal eine schöne Theorie. Wieso habe ich das Gefühl, dass bei dem Vasenladen irgendwas Heftiges schief gehen wird. Irgendwas habe ich das Gefühl, dass da irgendwie was nicht so sein wird, was ich glaube. Oh fuck. Okay. 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 Ah, die sind da drin, aber kann. Ja, okay, passt, gut zu wissen. Okay. Wir wissen schon mal. Wir haben da mal ein paar Klicker am Start. Nimm eine Rohrbombe oder so. Ja, eine Rohrbombe, glaube ich, wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Man kann ja nicht wissen. Ja, zünd einfach mal. Hast du eh recht. Wollen ja eh nicht mehr leben. Hast du eh recht. Na, perfekt. Ich komme jetzt nicht dazu, dass ich das Thema auch zünden kann. Ist es jetzt eh kein Glas? Nein, okay. Hätte ja sein können, weil es so ausgeschaut, wie hätte man das mitnehmen können. Aber gut zu wissen, dass wir da jetzt definitiv safe irgendwo irgendwelche Klicker noch alles drum und dran haben. Wer weiß, vielleicht sogar ein bisschen mehr oder nur zwei Minimum. Also es hat sich schon sehr stark nach zwei angehört. Kann es vielleicht aber auch möglich sein, dass das da oben welche sahen? Ja, die sind da oben. Ach so. Deshalb sind sie auch nicht zur Geschichte zu mir hergelaufen. Deshalb sind sie auch nicht so zu mir hergelaufen. Aha. Kaxeln wir wieder zurück, hm? Wir wissen damit. Ich bin mal weg. Dankeschön. Also wenn jemand kommen möchte, kein Problem. Wie viele haben wir? Sag mal, da mal so viele. Es hört sich eigentlich nur viel an, aber es ist es gar nicht. Na wart, wieso nehmen wir nicht einfach eine Rohrbombe? Schade um die Munition eigentlich. Dann müssen wir wieder gescheit treffen. Relativ leise, oder? Relativ leise. Ich glaube, da hat jemand das scharfe Essen nicht vertragen. Dein Scherz ernst?